Herzlich willkommen bei Credible Sports. Heute ist ein guter Freund von mir wieder mal da. Der ist ein waschechter Olympionike. Bruder, stell dich kurz vor. Wer bist du? Danke erstmal, dass ich hier sein darf, Simon. Mein Name ist Hamza Tuba. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Boxer, daher kenne ich auch den Simon. Und ja, das bin ich. Erzähl mal kurz, wie bist du damals zum Boxen gekommen? Boah, das ist lange her. Da war ich 10. Ja. Vorher habe ich gerungen. Also von 6 bis 10 habe ich gerungen. Was mir auch richtig viel Spaß gemacht hat. Okay. Ich war sogar Vize-Westdeutscher Meister. Ja. Ich sage extra Vize-Westdeutscher Meister, weil da auch noch eine Geschichte dahinter steckt. Ja. Ich habe gegen einen Rivalen, aber ein Freund war das, gegen den habe ich verloren. Und ich weiß noch, meine Cousins und Brüder, die damals auch gerungen haben, die haben mich dann richtig fertig gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört. Auf jeden Fall habe ich dann ein Jahr lang Fußball gespielt und ja, diese Teamsportart war cool und so, hat auch Spaß gemacht, aber das war nicht so meins so. Ja. Ich war eher so der, irgendwie kämpfen musste, weißt du. Okay, Bruder. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, ey, geh doch mal zum Boxen. Okay. Und ja, dann bin ich einmal dorthin und hab mich verliebt sozusagen. Geil. Ja, und wie haben deine Eltern damals reagiert? Also ich meine, es ist ja nicht ganz normal, selbstverständlich, dass man jetzt Boxer ist, ich meine, oder? Also ich war so ein bisschen so ein hyperaktives Kind. Ja. ADHS nennen die das heute. Ich hätte bestimmt auch heutzutage diese Tabletten bekommen. Ja. Auf jeden Fall, meine Eltern wollten einfach, dass ich Sport mache, weißt du? Die wollten einfach, dass ich Sport mache, dass ich mich auslaste und abends gut ins Bett gehe. Ja, klar. Ja, deshalb war das überhaupt gar kein Problem für meine Eltern. Mhm. Vor allen Dingen mein Vater, der hat auch früher geboxt. In Echt? Spanien. Ja. Krass. In Spanien hat er geboxt. War auch erfolgreich, oder? Ja, hat auch, ich glaube, über 60 Kämpfe gemacht. Okay. War auch überall auf den Straßen als Kämpfer bekannt und so. Krass. Jetzt keine großen Titel oder so oder mit Nationalmannschaft, aber hat auch sehr gut geboxt, von dem habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Ja. Hammer. Und was waren so deine größten Erfolge bisher? Also was kannst du sagen, so Hammer, weil du warst ja auch bei Olympia. Ja. Und schieß mal los. Ja, also ich bin mehrfacher deutscher Meister bei der Elite. Ich glaube 7 oder 8 Mal. Mhm. Bei den Kadetten und Junioren, da konnte ich auch ein paar deutsche Meistertitel erkämpfen. Und ja, so international bin ich einmal Dritter bei den Europaspielen, diesen European Games gewonnen. Ja, European Games, geil. Genau, 2015 war das in Baku, Aserbaidschan. Oh, was mit Kasi und so da? Genau, ich war mit Kasi da und mit Azize, ja. Sarah Scheurich und da haben wir richtig fett Medaillen abgeräumt. Geil. Ja, es war ein richtig geiles Mega-Event. Und Halbfinale muss ich sogar sagen, ich bin nicht so derjenige, wenn ich verliere, verliere ich, aber da muss ich sagen, eigentlich hätte ich ins Finale kommen müssen. Ja. Aber ich habe im Halbfinale gegen einen Aserbaidschaner gekämpft. Ja, deshalb war Heimvorteil. Ja, todesschwierig da zu gewinnen. Ja. Der Präsident war auch da und so, weißt du, von Aserbaidschan. Aber war richtig geil und ich bin auch zufrieden und bin auch glücklich, dass ich da gekämpft habe und Hammer. Die Medaille geholt habe. Hammer. Und wie kann ich mir jetzt so einen Trainingsalltag bei dir vorstellen? Weil du sagst, das ist halt extrem schwer eigentlich. Also ich meine, da wirklich dann fit zu bleiben, oder? Ich meine, wie läuft es bei dir? Mhm. Wie viele Einheiten hast du? Also ich trainiere zweimal am Tag auf jeden Fall, jeden Tag. Ja. Außer Samstag und Sonntag. Samstag meistens eine Einheit. Okay, ich habe natürlich mit dir auch zusammen trainiert. Ja, du weißt es doch, Bruder. Nein, alles gut. Aber für die, die es nicht wissen, ne? Ja, klar, ja. Also wir trainieren zweimal am Tag auf jeden Fall. Und auf Trainingslagern sogar dreimal mit Frühsport und so. Und ja. Ich mache das seitdem ich 14 bin, seitdem ich aufs Internat nach Heidelberg gewechselt bin. Du hast bestimmt auch echt viel Sachen verzichten müssen, oder? Also jetzt gerade Familientreffen und alles. Ja, also vielleicht nochmal zu erwähnen, ich bin mit 14 bin ich von Neuss, da wo ich geboren bin und aufgewachsen bin.
da wo meine Familie auch ist, bin ich dann... Das ist bei Düsseldorf, gell? Genau, ja. Bin ich dann nach Heidelberg gezogen, ins Sportinternat. Ja, und da ging dann erst alles so richtig los. Ja. Mit zweimal am Tag Training, mit Trainingslagern, mit Wettkämpfen international. Und da hast du dann nicht mehr viel von Familie und Freunden. Ja, klar. Also wenn Hochzeiten stattfinden und du bist, ja, du bist dann auf Trainingslager und so, da kannst du nicht sagen, ja, ich will lieber zur Hochzeit. Da musst du einfach Prioritäten setzen, leider. So, früher, ich war so in dem Boxfilm, ich wollte einfach nur boxen und so, ja, weißt du, was ich meine? Heute denke ich mir schon, boah, du hast schon echt viel verpasst auch so und Freunde, die heute dann nicht mehr da sind, weil du so viel unterwegs warst und so, ja. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Nachteil so, weil man viel halt für diese Ziele und so muss man halt echt viel aufgeben, so, weißt du. Mhm. Aber das gehört dazu, ne? Klar, Bruder, ja. Selbstverständlich. Dafür habe ich die ganze Welt schon fast gesehen. Wo warst du überall? Boah, also von wir waren ja zusammen auch in Schottland, weißt du noch? Stimmt, ja, da haben wir Sparring gemacht. Ja, Schottland, Irland, also Europa, Spanien, Frankreich, also Europa eigentlich fast überall. Mhm. In Südamerika war ich, in Venezuela, hatte ich ja eben auch erzählt, ja. Wo ich WSB geboxt habe. Krass, der World Series of Boxing. Genau. Wer hat da noch alles geboxt? Also was für Namen? Da ist doch der Usyk und so, oder? Die ja, Usyk hat, ja jetzt international hat Usyk dort geboxt, Lomachenko hat dort geboxt. Krass, krass. Also schon eine heftige Liga auf jeden Fall. Ja. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber war richtig geil. Ja. Ja, fünf aber. Runden, das so halbprofi-mäßig. Ja, ja. War eine geile Sache. Ja. Das war auch damals mein Ziel, weil ich weiß noch, aber ja. Hat nicht gereicht. Ja. Wie, erzähl mal, wie war das dann, wenn du jetzt in, du sagst ja Caracas warst du, in Venezuela, ja. Ist die Lage auch extrem angespannt. Also ich meine, das ist eigentlich schon fast ein Krisengebiet, oder? Auf jeden Fall. Wie ist es da zu boxen, Bro? Ich muss sagen, ich wusste das vorher gar nicht so, dass da politisch so viel abgeht. Mhm. Aber als ich dann da war, wir wurden so mit Soldaten Eskorte, so Polizeieskorte und so, mit Panzern und so wurden wir zur Wettkampfhalle gefahren. Wir durften nicht das Hotel verlassen und so. Und ja, war schon krass auf jeden Fall. So, ne? Ja. Dann habe ich auch so gegoogelt, was da abgeht und so, und ist schon heftig. Mhm. Aber so an sich habe ich da eigentlich so meine geilsten Boxerlebnisse gehabt, so, okay. Was so Zuschauer und Feeling angeht. Würdest du sagen, in Deutschland wird jetzt der Sport nicht so krass gefeiert wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel Venezuela oder so, wo du sagst, ey, die sind alle voll dahinter. Und 100%. So. Also. Ist so, gell? Ja, safe. Deutschland ist halt mehr so ein Fußball und Tennis und so. Im Boxen sehen die meistens so nur so die aggressiven, dummen Hauptschüler sozusagen, weißt du, was ich meine? Aber Boxen ist mehr als nur kämpfen, als nur die Hände hochheben und kämpfen. So. Boxen ist Taktik, Boxen ist Disziplin, Technik. Ich glaube, Klitschko hat auch so wie Schach. Ja, Mann. Ja. Aber ja. Was waren jetzt so deine, du hast bestimmt auch noch schon Verletzungen gehabt, oder? Hast du schon irgendwelche Cuts oder erlitten? Ja, so, Küche? Aber kleine Cuts nur so. Bei der WSB-Weltliga war das auch. Da haben wir halt mit kleinen Handschuhen 8 Unzen da geboxt. Boah, 8 oder 10. Boah, ich weiß gar nicht. Aber ich wollte sagen, weil du siehst echt gut aus. Ich meine, es gibt Boxer, die haben ja schon. Ja, Gott sei Dank, ich bin nicht so. Gott sei Dank, ich bin nicht so cut-anfällig, ja. Da gibt es schon krassere, so, die bei jedem kleinen Schlag so Cut bekommen. Ja. Ich bin da voll, Alhamdulillah, bin ich da gesegnet, dass ich nicht so schnell Cuts kriege. Aber so Verletzungen, ich hatte an der Hand einen Mittelhandknochenbruch oder nicht Bruch, gesplittert. Ja, das ist eklig. Hatte ich letztes Jahr sogar, wurde operiert und dann 2 Monate Pause gemacht, beziehungsweise Reha und dann let's go, weiter geht's. Krass, Maschine. Ja. Wie ist das eigentlich finanziell? Also wie, von was lebst du? Weil es wird bestimmt voll viele Leute interessieren, wie man sich über Wasser hält. Ja, also. Bei mir ist das so, ich bin Kaderathlet der deutschen Nationalmannschaft und dadurch bin ich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Mhm.
Also die Bundeswehr ist praktisch mein Arbeitgeber sozusagen. Ein Sportsoldat. Genau. Und ich werde halt, mein Dienst ist es, zweimal am Tag zu trainieren und so viele Medaillen wie möglich für Deutschland zu holen. Und jetzt wollte ich noch fragen, was sind so deine größte Motivation? Was ist deine größte Motivation? Also wenn du in den Ring gehst, viele Leute sagen dann, ey krass, ich mach's für meine Eltern, ich mach's für den, ich mach das. Oder sagst du, ey, ich mach's für mich selbst in erster Linie. Oder was motiviert dich am heftigsten, sag ich mal, wenn du Also reingehst? es ist immer unterschiedlich eigentlich so, ja. Manchmal ist es meine Familie so. Manchmal ist es einfach auch so, einfach ich selber so, der mir selber beweisen will, so, dass ich das schaffe. Und das ist eigentlich meine größte Motivation, so, dass ich sage, ey, du hast so lange trainiert, so hart trainiert, du gehst jetzt da raus und zeigst den Leuten so, was du drauf hast, so, weißt Ja, du? Mann. Weil mir das auch Spaß macht, so Boxen macht mir einfach Spaß. Ja. Und ich mag es einfach, ich liebe es, den Leuten zu zeigen, was ich drauf habe, so, weißt Geil. du? Und natürlich auch die Ziele, die ich habe, wenn ich mir ein Ziel nehme, dann will ich das erreichen, so, weißt du? Das ist nicht nur so, ja, ich werde nächstes Jahr Deutscher Meister, sondern du wirst Deutscher Meister nächstes Jahr, Ja, so, Mann. weißt Ja. du? Und dann verfolge ich dieses Ziel und tue alles dafür, dass ich das erreiche, so. 100%, 110%. 110%, Hammer, Bruder. geil. Und hast du deine Familie, du hast ja vorhin gesagt, deine Familie, wie groß ist deine Familie? Hast du so eine richtig typische Also wir sind Großfamilie, eine typische arabische Großfamilie, so sag kann man das ich mal sagen. hier, oder? Also ich habe vier Schwestern habe ich, ich habe Okay. drei Brüder, zwei Brüder, Entschuldigung. Ich habe unendlich viele Cousins. Maschine. Teilweise kenne ich davon sogar welche nicht. Die leben in Frankreich und Spanien und Marokko. Sprichst du Also, auch Französisch, oder? ne, leider nicht, Okay. Bruder. Leider. Marokkanisch aber, ne. Naja. Arabisch-Marokkanisch. Kennst du auch den Badr Hari und die ganzen Ja, normal. Maschinen? Badr Hari, Abu Azaita, das sind alles marokkanische Vorbilder, so richtige Ist Kämpfer. man da auch so cool unter sich? Oder, weil du bist jetzt auch schon fast eine Legende, kann man sagen, oder? Ist keine Legende, so, ja. Ist Bescheidenheit. bisschen übertrieben, Bruder, so. Aber ich kenne die Jungs, ich weiß nicht, ob die mich kennen, so. Aber ich feiere die auf jeden Fall. Das sind starke Kämpfer. Ja. Der Younes ist ja auch da, ist auch ein guter Boxer, Ja, gell? Yunus ist auch aus Neuss, auch aus meiner Stadt, aus meiner Heimatstadt. Der hat auch bei demselben Trainer angefangen, mit meinem Cousin Sofian zusammen. Und ja, Neuss hat was Kämpfer angeht, was auch MMA und so Ringen haben wir in der ersten Geil. Bundesliga, KSK Concordia Neuss. Da haben wir, also kämpfertechnisch haben wir echt viel zu bieten. Ne? Ja. Das ist Neuss und das ist eine Kämpferstadt, Ja. Geil. ja. Was ich dir noch besonders ansprechen wollte, dich fragen wollte, du hast ja das Projekt Herzschlag, habe ich gesehen. Ja. Erzähl mal ein bisschen was drüber, wie kann ich mir das vorstellen? Also, Herzschlag ist ein gemeinnütziger Verein, ein eingetragener Verein, den ich zusammen mit meiner Frau und noch weiteren Mitgliedern und Supportern aufgemacht habe, sage ich jetzt mal, oder gegründet habe. Und ja, unser Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, Ja. die benachteiligt sind so im Leben, verstehst du? Ja, klar. Und ja, du fragst jetzt bestimmt, wie kommst du dazu oder Nee. wie kamst du dazu? Ich greife jetzt einfach vor. Ja. Das war so, dass ich fahre zweimal am Tag zum Olympiastützpunkt, du kennst ja den Weg, ne? Ja, klar. Links ist doch diese Kinderklinik. Ja. Direkt, Ja. also fast am Olympiastützpunkt. Ja, Und genau, die ja. ist so aus Glas, weißt du? Und ich bin halt immer daran vorbeigefahren, so blind, weißt du, was ich meine? Ja. Und irgendwann bin ich bewusst diesen Weg gefahren, so keine Ahnung warum, so bin ich bewusst diesen Weg gefahren und habe auch bewusst in diese Klinik geguckt. Und dadurch, dass sie aus Glas ist, wie gesagt, sieht man halt auch so teilweise Kinder dort und Krankenschwestern und Ärzte. Irgendwann habe ich mich gefragt, ey krass, du fährst entspannt ins Training, die Kinder liegen dort und sind krank, ne? Was würden die dann fliegen? Und Bruder, geil, dann aber habe ich ich wollte auch nur irgendwann, sagen, ja, danke, richtig Bruder, geil, danke, Bruder. ehrlich. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und irgendwann habe ich mir halt so gedacht,
so, man kann ja auch mal, also man sollte auch was zurückgeben. So. Ich als Sportler, ich habe sehr viel bekommen von den Menschen. Sehr viel Liebe, sehr viel Unterstützung und sowas, sei es finanziell oder auch, ey, Hamza, steh auf und kämpf. So. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, lass uns mal einfach was zurückgeben. So. Deshalb haben wir 2018 haben wir eine Boxveranstaltung gemacht, also so richtig geil, so gegen Irland haben wir gekämpft, ich habe auch gekämpft und richtig viele Freunde von mir. Hammer. Und das Eintrittsgeld und alles, was wir an dem Tag eingenommen haben, haben wir dann gespendet an die Kinderklinik. Gut. Genau, und dann kam so Schlag auf Schlag, haben wir dann einen Verein gegründet und so und uns zum Auftrag gemacht, jedes Jahr eine Sportveranstaltung zu machen, mit der wir dann eine Organisation unterstützen. Hammer. Und letztes Jahr haben wir dann eine Handballveranstaltung gemacht. Da waren knapp 2000 Leute. Ja. Und da haben wir auch an ein Kinderhospiz gespendet. Geil. Ja. Also, Hammer, ohne Scheiß, da könnte sich echt mal jeder ein Stück von abschneiden, ohne Scheiß. Ja, danke, Bro. Also, ihr seid auch jederzeit herzlich willkommen, ja, Mitglied bei uns zu sein, uns zu unterstützen über Instagram, Facebook. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Menschen habt, die Unterstützung brauchen, dann kommt gerne auf uns zu. Ich glaube, jeder kennt bestimmt jemanden, der jemanden kennt, der da mit dieser Krankheit auch schon in Kontakt gekommen ist. Und ja, safe. Ja. Hart. Ja. Und wohl jetzt mal abgesehen davon, ich meine, wie ist es bei dir beziehungstechnisch? Also, du hast gesagt, deine Frau, erzähl mal, lass uns mal ein bisschen was davon wissen. So. Oder willst du nicht teilhaben? Reden? Nein, alles gut. Ist auch Boxerin, habe ich mitbekommen. meine Frau ist auch Boxerin, ja. Oder war Boxerin. Habt ihr euch beim Training kennengelernt dann? So ja, wir haben uns auf einem Trainingslager sind wir uns über den Weg gelaufen. Hallo. Und wir kannten uns vorher nur über so, ey, kennst du Pina? Und yeah. So, man liest halt, Pina hat einen deutschen Meistertitel gewonnen und so. Ja, und dann haben wir uns auf Trainingslager kennengelernt und ja, jetzt sind wir verheiratet. Und glücklich auch und haben wir. Passt auf jeden Fall. Und ja, die ist halt so mein Rücken, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also die unterstützt dich auch bei allem, was du ja, machst. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wenig Frauen, oder die ja einfach so einen Monat mal auf ihren Mann verzichten. Klar. Und das mehrere Teile im Jahr. Ja, ne? Da wollte ich jetzt nämlich dazu kommen, das ist doch bestimmt extrem schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich meine, die Beziehung, die Familie und das alles und generell. Auf jeden Fall. Dadurch, dass ich auch so weit weg wohne, 300 Kilometer von zu Hause, also von meiner Familie, von meinen Eltern, es ist sehr schwierig, ja. Mhm. Aber man gibt so sein Bestes, ne? Man versucht so viel Zeit wie möglich bei seinen Eltern zu verbringen, so viel Zeit wie möglich seiner Frau zu geben und auch seinen Freunden und sowas. Es ist halt nicht immer einfach, ne? Die Leute stellen sich das immer meistens sehr einfach vor. Ich weiß, wo das ist. Und dann kommt noch das Training und so, man ist kaputt, man ist müde, so in der Woche Kraft für nichts, ja, so außer Training, so, weil du weißt selber, ne, wenn du so in der Vorbereitung bist, du hast Bock auf gar nichts, so, weißt du? Ja. Training, nach Hause schlafen, Training, nach Hause schlafen, so, weißt du? Und zwischendurch noch essen auf jeden Fall. Was war so ein krasser Moment, sag ich mal, was so kämpferisch oder wo du sagst, geil, oder was sind noch deine Ziele, so? Also ich meine, willst du irgendwas richtig Krasses noch machen, also oder Boxen, sag ich mal? Ja, safe, auf jeden Fall. Ja. Ich bereite mich jetzt für die Olympischen Spiele nächstes Jahr vor. Mhm. Vorher stehen noch die Qualifikationen an. Wenn das alles hoffentlich stattfindet, wegen unserem Lieblingsthema zurzeit Corona. Ne? Stimmt, ja. Ja. Da hat sich auch viel verändert bei euch dann. Ja, auf jeden Fall. Also die erste Zeit, so März, da wo Lockdown und sowas war, da konnten wir kaum trainieren und sowas. Das war richtig, richtig behindert. Und wir konnten auch keine Turniere boxen. Mittlerweile geht es um vereinzelt, gibt es Turniere und so, aber die werden dann auch kurzfristig abgesagt und so, wenn es dann einen Corona-Fall gibt und so. Also
es ist einfach alles so ungewiss, weißt du. Und da ist es wirklich jetzt gerade so, ja, habe ich so die schwierigste Zeit eigentlich in meiner Boxkarriere. Ist es, kannst so, du sagen, das ist jetzt deine schwierigste Zeit? Ja, auf jeden Zeit. Fall. Weil ja, es ist sehr schwer, sich zu motivieren. Man nimmt sich ein Ziel. Ich habe dir ja eben gesagt, so, ich nehme mir ein Ziel. Zum Beispiel waren jetzt, stand jetzt ein Weltcup in Köln an, so. Und ich war voll vorbereitet, ich war fit und alles. Und boom, plötzlich ein paar Corona-Fälle gewesen. Und der ganze Weltcup wurde abgesagt. Echt? Das heißt, das ganze Training war auch umsonst. Weißt du, was ich meine? Selbstverständlich. Und ja, dann fragt man sich irgendwo so, boah, jetzt muss ich wieder ins Training einsteigen. Jetzt muss ich wieder alles von Anfang machen. So. Und das geht ja auch auf die Knochen und ja, so, weißt du. Deshalb, Ungewissheit. Ungewissheit, so, ist echt ekelhaft. Aber was willst du machen? Ne? Ja. Irgendwie muss man diese Zeit auch sich durchschlagen und durchkämpfen. Ja. Du bist ja Kämpfer durch und durch, Bruder. Ja. Deswegen, bei dir mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Jetzt ja aus Tokio 2020, jetzt 2021 geworden. Ja. Das ist auch so ein Hoffen Kampf. Wir, ja. Hoffen wir, dass das stattfindet. Ja. Ansonsten, Bro, ganz ehrlich, also von meiner Seite aus war es das eigentlich. Willst du noch irgendwas den Leuten mit auf den Weg geben, die vielleicht auch dahin wollen, wo du jetzt bist? Was würdest du denen mitgeben, was würdest du sagen? Also, meine Worte gehen jetzt vor allem so an die Jugend hier in Deutschland. Haltet euch auf jeden Fall an irgendeine Sportart, an Vereinen, die euch unterstützen und die ihr unterstützt. Weil Sport ist echt eine Riesenmöglichkeit, so von der Straße wegzubleiben und irgendwie Blödsinn zu machen und sowas. Deshalb geht zu einem Verein, meldet euch an, setzt euch Ziele und am besten zum Boxsport. Geil. Boah, dann war es heute von Credible Sports. Danke, liked Simon. Unsere Sachen, teilt alles und besucht seine Instagram-Seite. Seid meine, herzlich willkommen. Wie lautet die? Hamza-Untentuber, ganz so, easy. Bei uns Credible Sports und wir sehen uns. Bam!